Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute geht es um das Thema The Lagiol Way of Life. Die außergewöhnliche Fotoaktion, wo die 16 schönsten Bilder entsprechend ein Taschenmesser bekommen, ein kostenloses Messer im Wert von 70 bis 590 Euro. Hier heute geht es um die Auswahl dieser wunderschönen Bilder, die ihr euch, dir, uns geschickt habt. Und es geht dann anschließend um die Bewertung dieser Fotos. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich gleich. Und die Ziehung der Messer passend zu den Bildern, das machen wir morgen in der Live-Show um 20 Uhr, Montag, der 28. August. Bis gleich. Ihr habt uns wirklich wunderschöne Bilder geschickt. Da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, dass so schöne Bilder es bis zu uns geschafft haben und dass ihr so zahlreich vor allem auch teilgenommen habt. In dieser Sendung jetzt hier, in diesem Video, möchte ich gerne euch die 16 Bilder zeigen, die Bruno entsprechend ausgesucht hat. Und da habe ich ja gleich auch ein Interview mit Bruno und erkläre ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Dann anschließend zeige ich die Bilder, auch teilweise mit den Kommentaren der Teilnehmer, die zu diesem Bild etwas gesagt haben. Ich erkläre es gleich nochmal und dann... Ja, dann kommt die Bewertung von euch, worüber wir uns freuen. Ich werde es dann gleich auch nochmal erzählen. Aber schauen wir uns jetzt mal kurz in dem Interview mit Bruno. Wir schalten zu ihm und schauen, was er zu dieser Bildaktion sagt. Hallo Bruno, schön, dass du dabei bist. Schönen guten Tag, Justin. Ich grüße dich aus dem hohen Norden. Ja, hallo, hier in dem tiefen Süden. Das Wetter passt einigermaßen, ist hier gerade 24 Grad, ist sehr schön. Also passt, wie ist bei dir das Wetter? Sonnenschein, paar Wolken, circa 15 Grad, Tendenz aber noch steigend. Ah, okay, gut, dann kannst du bald im T-Shirt rausgehen. Ich sitze hier schon im T-Shirt und habe die Tür offen, also es hat auch keine Mücken. Ah, okay, also die Qualität ist hier richtig gut jetzt hier bei dieser Aufnahme. Wir haben jetzt diese Aufnahme und das Video einen Tag vor der Ausstrahlung gemacht, aufgenommen. Das heißt, wir haben die jetzt am Samstag aufgenommen und das Video wurde wird am Sonntag ausgestrahlt. Ja, wir wollen ein bisschen sprechen über The Lagiol Way of Life und vor allem ein bisschen über die Kriterien, wie das Ganze gemacht wurde. Zuerst einmal ein bisschen zu meinen Beweggründen, warum ich sehr glücklich und froh bin, dass der Bruno dabei ist. Ich stehe natürlich bei solchen Entscheidungen, die, sag mal, eigentlich mit der Schönheit, mit ein bisschen, ja, Muse in Verbindung stehen, tue ich mir ein bisschen manchmal schwer, deswegen, weil ich natürlich auch sehe, welche Kunden die Bilder geschickt haben. Und dann habe ich natürlich in meinem Unternehmerkopf auch gleich die Umsätze des Kunden im Hinterkopf. Und das ist natürlich schwierig, wenn man gerade wie jetzt bei dieser Aktion so viele Einsendungen hat und so eine tolle, große Auswahl an Bilder, an Kunden, die es geschickt haben. Tue ich mir natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, okay, dieser Kunde, der eigentlich ein ziemlich guter Kunde ist, der immer wieder teilgenommen hat, der viel Umsatz gemacht hat mit uns, den sortiere ich jetzt aus, weil sein Foto doch nicht so schön ist. Und deswegen bin ich natürlich total glücklich, dass wir jetzt auf Bruno, also nicht nur deswegen, aber das ist sicherlich einer der Gründe, zurückgreifen können, der hier die Auswahl maßgeblich alleine getroffen hat, objektiv, nach ganz anderen Kriterien, die er uns gleich erzählen wird. Und der weiß ja nicht, was wie der Kunde heißt, aber er weiß ja nicht, was die Kunden umgesetzt haben, ob die vielleicht nur ein Messer für 60 Euro oder für 5000 Euro gekauft haben. Der ist also so in dieser Hinsicht nicht wirtschaftlich vorbelastet und kann die ganzen Bilder und alles natürlich objektiv sehen. Das ist der eine Grund, warum ich froh bin, dass du natürlich dabei bist. Der zweite ist, weil du natürlich auch Fotograf bist, Profi-Fotograf. Das heißt, wer kann Bilder besser bewerten, besser auswählen, besser suchen als ein Profi-Fotograf? Und du bist dann auch natürlich hier in unserer Gemeinschaft, in der Original Lagiol Community, sehr gut eingeführt, kennst den einen oder anderen und du bist auch respektiert. Die Kunden wissen deine Meinung zu schätzen. Wir haben vorher auch
einen Monat vorher, vor dieser Aktion, eingeführt, dass die Kunden dir Bilder schicken konnten, wo du so ein paar Tipps gibst, zu, vor allem natürlich jetzt über die Technik, was man besser machen kann. Einige davon haben es tatsächlich auch umgesetzt. Deswegen kommen wir jetzt erstmal kurz zu den Erfahrungen, die du in diesem Monat gemacht hast mit den Kunden, was du so erlebt hast mit den Kunden, die die Bilder schon geschickt haben. Und dann kommen wir zu den Bewertungskriterien, nach welchem Maßstäbe du jetzt diese 16 Bilder ausgesucht hast, die ich gleich einzeln vorstellen werde. Also kommen wir erstmal zu deinen Erfahrungen mit den Kunden, die vorab dir schon die Bilder geschickt haben. Also grundsätzlich habe ich ja nicht gewusst, worauf ich mich da einlasse. Ich muss aber sagen, dass es eine tolle Erfahrung war, weil jene, die vorab mir Fotos gesendet haben, um halt eine technische Beurteilung von mir zu bekommen, die konnten gut beraten. Viele wussten aber auch nicht, warum die überhaupt ihre Bilder einsenden, weil die haben schon ein paar Mal mitgemacht, die haben immer tolle Bilder abgeliefert und plötzlich waren die irgendwie verunsichert, dass die Fotos nicht mehr gut genug sein sollen. Das hat mich auch etwas verunsichert, weil ich habe dann gedacht, jetzt wo der Profi-Fotograf da mitspielt, es druckt den Kunden, wollte ich eigentlich nicht, sondern ich wollte denen halt vor allem im technischen Sinne helfen, weil ich gestalterisch oder keine Tipps geben wollte, weil ich hätte das als Einflussnahme meinerseits aufs Resultat gesehen. Viele Kunden, die mir geschrieben haben und denen ich auch geholfen habe oder denke, dass ich helfen konnte, die haben das sehr gut umgesetzt und die haben dann schlussendlich auch tolle Bilder eingereicht. Also wer den Mut gehabt hat, mir zu schreiben, ich denke schon, dass das gelohnt hat für die. Aber hier muss man noch sagen, die haben tatsächlich deine Ideen umgesetzt, aber dennoch sind nicht alle natürlich, die denen du Tipps gegeben hast, jetzt dabei. Das liegt nicht daran, dass sie deine Tipps unbedingt jetzt schlecht umgesetzt hätten, sondern eher daran, dass sie wirklich sehr viele haben, wo wir aussuchen konnten oder du aussuchen konntest. Und man musste sich nur mal für 16 entscheiden und nicht für 20 oder 30. Deswegen auch an denen, die vielleicht jetzt sagen, aber ich habe doch alles umgesetzt, wie der Bruno wollte. Warum bin ich jetzt nicht dabei? Das liegt nicht daran, dass du wirklich irgendwie schlecht warst oder eine schlechte Umsetzung gemacht hast. Nicht falsch verstehen, sondern es liegt einfach daran, dass wir uns nur mal wirklich oder der Bruno wirklich 16 Bilder suchen musste. Und wenn dein Bild nicht dabei war, ist nicht unbedingt was mit der Umsetzung, mit der technischen Umsetzung zu tun, sondern vielleicht eher mit anderen Gründen. Vielleicht jetzt nochmal kurz ein Einschnitt, die Reihenfolge, wie das Ganze aussieht. Das heißt also, wir zeigen jetzt heute die 16 Bilder, die jetzt dabei sein werden, die praktisch die ein Messer bekommen. Diese Zuordnung machen wir am Montag in der Nela-Show, also von heute aus gesehen morgen um 20 Uhr. Kannst du gerne dabei sein. Erzähle ich nachher, wo man den Link noch findet. Und da werden wir die Zuordnung der 16 Messer zu den Bildern machen. Dann nächste Woche, Sonntag, werden wir praktisch die Bilder vorstellen, die es nicht geschafft haben in die Auswahl der 16 Besten. Und da wird der Bruno auch dabei sein und da wird es ein bisschen erzählen, warum diese Bilder nicht dabei sind. Das heißt also, wenn du gleich dein Bild nicht siehst bei den 16 Besten, dann schalte nächste Woche Sonntag auf jeden Fall dabei. Dann siehst du, warum dein Bild möglicherweise nicht dabei war. Allerdings haben wir natürlich sehr viele Bilder. Wir werden nicht alle Bilder zeigen, sondern auch davon wiederum eine Auswahl zeigen, so stellvertretend für die anderen. Da würde Bruno auch sagen, dieses Bild genauso wie viele andere, die ähnlich sind, warum die es nicht geschafft haben. Und da kann man letztlich daraus lernen, hoffe ich. Es ist ja nicht böse gemeint alles. Da kann man daraus vielleicht lernen und vielleicht für das nächste Mal wieder das entsprechend besser machen. Und dann noch eine Woche später, das heißt von heute aus gesehen, in 2 Wochen, ihr habt 2 Wochen Zeit, diese Bilder, die ich jetzt gleich vorstelle, zu bewerten. Das geht, indem ihr entsprechend mir eine E-Mail schickt am besten oder an foto@original-lagiol.de und da sagst du einfach, Bild Nummer X hat so und so viele Sterne deiner Meinung nach, Bild Nummer Y so und so viele Sterne. Das heißt also, du musst nicht alle Bilder bewerten, es sind 1 bis 5 Sterne möglich, 1 eben halt nicht so schön, 5 am schönsten. Es reicht einfach, wenn du auch nur ein Bild
bewertest. Klar ist es schöner oder besser, auch für den Durchschnitt, dass man nachher bildet. Je mehr Bilder du bewertest, desto besser. Aber wir sind froh, wenn du mindestens ein Foto bewertest. Und denk dran, die Voraussetzungen sowohl für die Teilnahme als auch nachher für die Bewertung sind, dass du bei uns ein eingetragener Kunde bist und mindestens ein Produkt von 60 Euro gekauft hast. Das heißt, du musst Kunde von Original Laviol.de. Ich prüfe das, wenn du die E-Mail schickst, ob du Kunde von uns bist. Und dann wird deine Bewertung, geht es dann in die Endbewertung rein. Und dann in 2 Wochen, Ende dieser Zeit, wo du die Fotos bewerten kannst, parallel schicken wir schon direkt morgen diese Bilderauswahl mit den 16 Bildern an den Schmieden. Ich weiß natürlich nicht, ob alle in 2 Wochen die Bilder bewerten werden. Manche haben sehr viel zu tun und da muss man ja auch mehrmals anschreiben. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber da hat natürlich bei denen diese Fotoaktion jetzt nicht so den Wichtigkeitsfaktor Nummer 1. Und deswegen, wenn es klappt in 2 Wochen, dass wir da auch die Bewertungen in den Schmieden haben, zeigen wir dann auch, machen wir direkt das Video. Ansonsten eben halt in 3 oder 4 Wochen eben halt dann, wenn alle Schmieden bewertet haben. Und dann zeige ich ja praktisch in einem 3. Video, da wird der Bruno wieder dabei sein. Vielleicht machen wir hier eine Dauereinblendung von Bruno hier oben. auf jeden Fall wird er dann, also dann zeigen wir zum einen die Bewertungen der Kunden, die Bewertungen der Schmieden. Parallel, jede einzelne Schmiede wird aufgeführt, wie schon in der Vergangenheit. Und dieses Mal zusätzlich der Bruno wird dann jedes einzelne Bild erklären, warum er genau dieses Bild mit aufgenommen hat in den 16 Besten. Wir machen das absichtlich nicht jetzt, nicht heute, um entsprechend euch in der Bewertung nicht zu beeinflussen. Deswegen einfach, wir werden es gleich nur zeigen. Ich werde nur gleich die Kommentare des Kunden selber, der die eingereicht hat. Manche haben entsprechend noch Text geschickt mit einer Geschichte vielleicht dahinter oder wo das aufgenommen wurde. Das heißt, ganz objektiv lese ich nur vor, was der Kunde dazu geschrieben hat. Und dann kannst du das Bild bewerten. Und dann in dem letzten Video erzählte Bruno genau, warum er nach seinen Fachkenntnissen dieses Bild ausgesucht hat, das dabei war. So, jetzt kommen wir mal allgemein zu den Sachen, welche Bilder es jetzt hier geschafft haben, ohne jetzt auf einzelne Bilder einzugehen. Einfach grob nur deine Kriterien, die du zugrunde genommen hast, um diese 16 Bilder auszusuchen. Da du mir ja die ganze Verantwortung rübergeschoben hast, habe ich dies auch sehr ernst genommen und habe mich da selber in die Pflicht genommen, so objektiv halt es geht zu beurteilen. Natürlich ist auch mein Urteil subjektiv und ich denke, dass die Schmieden da wieder ganz anders das sehen, als ich da meine Auswahl beschrieben habe. Aber ich bin so vorgegangen, dass ich, wenn ich eine E-Mail bekommen habe mit Fotos oder einem Foto eines Kunden, dann habe ich immer zuerst einfach nur das Foto mir angesehen. Ich habe zwar in der E-Mail-Überschrift gesehen, wer das gesendet hat, aber wie gesagt, die Namen kenne ich ja nicht. Das ist einfach irgendjemand, der halt teilnehmen möchte. Und habe dann zuerst das Bild angesehen und dann erst dann habe ich mir dann den Begleittext, falls einer dabei war, mit angesehen und es hat jeweils 2 Sekunden gedauert, bis ich gewusst habe, das ist ein tolles Bild oder das ist ein gutes Bild oder dieses Bild wird schwer haben. Das habe ich eigentlich von Anfang an schon gewusst. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die ersten 15 Einsendungen warten musste, bis ich gesehen habe, wo die Reise hingeht, sondern aufgrund meiner Auswahlkriterien habe ich innerhalb von 2, 3 Sekunden gewusst, ja oder nein. Und meine Auswahlkriterien waren natürlich Way of Life. Das ist nach wie vor der Hauptsinn dieser Aktion. Und ich will halt den Way of Life im Foto sehen. Vielleicht nochmal kurz, was das bedeutet für diejenigen, die vielleicht nicht so ganz des Englischen mächtig sind. Also Way of Life, das ist wie nutze ich mein Laviol im Alltag? Welchen Stellenwert hat dieses Messer bei mir? Nutze ich das täglich für alles oder nur, wenn ich schön essen gehe oder nehme ich sogar mit in die Ferien oder damit ich genügend essen kann mit was Schönem in der Hand? Sowas halt. Welchen Stellenwert hat mein Kunstwerk mit Schneidefunktion im Alltagsleben?
ganz Dinge genau. halt fehlen im Foto. Oder dann, wenn jemand eine tolle Idee hat, irgendeine Idee, die hat außer, natürlich auch mit seinem Leben zu tun hat, aber das Bild lebt dann von der Idee, weniger von der offensichtlichen Geschichte des Way of Life. Die beiden Dinge, oder dann, wenn ich nicht unbedingt eine gute Idee sehe oder halt den Way of Life im Foto nicht erkenne, dann hat sehr geholfen, dass man eine Hintergrundgeschichte mitliefert. Und ich verrate schon so viel, dass diese Hintergrundgeschichte bei paar der 16 besten Fotos eine entscheidende Rolle gespielt habe. Die werden wir gleich hören, wenn ich die entsprechend vorlese, ne? Genau. Ja, das waren natürlich die Kriterien. Das heißt also, ich hoffe natürlich für diejenigen, die immer wieder teilnehmen und teilnehmen werden, dass das auch ein bisschen jetzt durch diese Erklärungen, die dann im dritten Teil des Videos kommen, auch ein bisschen verständlich wird, was sie von dieser Aktion erwarten. Gerade weil wir jetzt erstmalig auch jeweils ein Messer dazugeben, den 16, die sich da qualifiziert haben. Und ich habe die Messer schon bereits gezeigt. Wir haben jetzt auch ein Messer bekommen. Erzähle ich da natürlich in der Nella-Show welches. Aber wir haben Messer wirklich von 70 € bis 590 €, die geschenkt werden. Das ist echt schon Wahnsinn. Und ich denke, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, um eben halt ein solches Messer zu bekommen. Ja, ich meine, 590 € geschenkt ist echt eine Nummer, ne? Und wir möchten gerne diese Aktion praktisch jedes Jahr zweimal machen, so wie in der Vergangenheit. Das heißt einmal im Sommer, einmal im Winter. Und wir versuchen dann jedes Mal im Sommer, dass wir Messer bekommen von den Schmieden. Ich denke, zweimal im Jahr wird ein bisschen viel für die Schmieden sein, aber einmal im Jahr werde ich auf jeden Fall versuchen. Und diejenigen, die wollen ein bisschen Bedingungen da wieder einführen. Das heißt also, man wird im Sommer nächsten Jahres 2024 nur dann teilnehmen dürfen, wenn man im Winter auch schon teilgenommen hat. Es sei denn, man ist ein Neukunde. Das heißt, wenn jemand zum ersten Mal im Januar, Februar, März zu uns stoßt sozusagen und Kunde wird von originalagiol.de, von dem können wir nicht erwarten, dass er in der Vergangenheit teilgenommen haben müsste, sondern der darf natürlich so teilnehmen. Aber alle, die schon bereits Kunde sind, die werden im Sommer 2024, wo es wieder hoffentlich ein Messer gibt, kostenlos für die 16 Besten, wird nur dann teilnehmen dürfen, wenn er auch schon im Winter an der Aktion teilgenommen hat. So, das ist schon mal vorab die Informationen. Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge erfahren und vielleicht noch mal ganz kurz dazu, warum ich auch noch mal wieder glücklich bin, dass der Bruno dabei ist. Wir haben von einigen Kunden auch noch mal so ein bisschen wenn man da so ein bisschen liest die E-Mail, so nach dem Motto, ich bin ein ziemlich guter Kunde, ich habe schon oft teilgenommen und jetzt müsste mein Bild auch schon dabei sein, ne? So ein bisschen hier Druck ausüben. Und deswegen bin ich natürlich froh, dass der Bruno das macht, weil der weiß ja nicht, was der Kunde, wie oft er schon teilgenommen hat und was er für Umsätze gemacht hat. Deswegen konnte ich mich persönlich ein bisschen befreien von diesem Druck. Deswegen Dankeschön nochmal, Bruno, dass du das auf dich genommen hast. Und das war nicht einfach, muss ich sagen. Vielleicht nochmal zwei Worte dazu. Obwohl es in fast jedem Video seit einem Monat immer wieder erkläre, welche Maße das haben soll, welche Auflösung das haben soll. Im Video sogar gezeigt habe, wie die Einstellungen am Handy vorzunehmen sind, damit man die 16 zu 9 Bilder aufnehmen kann. Wie waren die Einstellungen jetzt tatsächlich? Bruno. Ich überlege gerade, wie viele Fotos trotz all dieser permanenten Wiederholungen trotzdem noch im 4 zu 3 Handyformat eingesendet wurden. Das wird wahrscheinlich irgendwo um 3/4 sein. Also da habe ich mich schon oft gefragt, ob unsere Botschaft da nicht angekommen ist oder woran es wirklich liegt, weil es macht echt einen Unterschied, wenn man die Fotos dann auf dem TV sich ansieht. Natürlich ist es dann schwierig, wenn gewisse Kunden halt 4 zu 3 schon so knapp fotografiert haben, dass ein Beschnitt nachträglich quasi
zwar nicht geändert fürs Aufnahmeformat, aber auch von der Bildaussage her ein komplett anderes Bild dann ist. Und fand ich dann schade. Darum, vielleicht in Zukunft, lasst etwas mehr Raum drumherum und schneidet nachher das Ganze zurecht, weil das ist viel einfacher, als da bei der Planung schon zu fotografieren. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da E-Mails geschrieben habe, damit der Kunde bitte selber diese 16 zu 9 zurechtschneidet. Weil wenn ich das mache, würde ich das bereits als Verfälschung ansehen. Aber grundsätzlich, der Kontakt war sehr, sehr nett. Also die haben dann auch verstanden und sich immer entschuldigt, oh ja, habe ich nicht dran gedacht. Und nee, war immer freundlich und nett. Natürlich, Fotos wirken in 4 zu 3 halt besser als im 16 zu 9 Format, aber die Regeln waren halt so und deswegen habe ich die auch durchgesetzt. Ja, also da muss man schon sagen, wirklich 3/4 waren sozusagen falsch, aber dennoch hier nochmal positiv herauszuheben, wie du schon gesagt hast, die waren alle super freundlich, super nett und nachher haben ein bisschen wäre tatsächlich hinbekommen zu schneiden oder haben dich gebeten zu schneiden, aber ich glaube, die meisten haben es dann doch selbst geschafft. Und vielleicht waren doch die Hilfen, die ich da hatte, wo ich gezeigt habe, wie man am Handy einstellt oder die Kunden waren entsprechend hartnäckig dann, nachdem du geschrieben hast und haben es doch noch versucht. Auf jeden Fall hat letztlich geklappt und ihr werdet gleich sehen, wenn ich die Bilder vorstelle, die wirken einfach viel schöner, wenn über das gesamte Format des Bildschirms das Bild zu sehen ist und nicht wie hier so ganz schmal. Das wirkt einfach nicht. So, das wär's. Wir kommen jetzt zu den Sachen, zu den Bildern, zu der Vorstellung der Bilder. Vielen, vielen Dank, Bruno, nochmal für deine Erklärungen. Wir sehen uns dann praktisch nächste Woche Sonntag, wenn wir die Bilder zeigen, die es nicht hier geschafft haben, mit der Begründung warum. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Hoch in den Norden. Einen wunderschönen Tag heute, hoffentlich mit viel Sonne. Danke, Bruno. Dankeschön, gern geschehen und liebe Grüße von der anderen Seite des Polarkreises. Danke. Ja, ich kann schon mal sagen, dass die Bilder wirklich wunderschön sind und wir wirklich große Schwierigkeiten hatten oder der Bruno große Schwierigkeiten hatte, die richtigen Bilder auszusuchen, weil der alle waren irgendwie auf ihre Art und Weise wunderschön. Und ja, er musste sich nun mal für 16 davon entscheiden. Die zeige ich jetzt gleich. Und denkt bitte dran, dass ihr uns an foto@originallagiol.de eure Bewertung schickt. Ich werde die Bilder dann, wie bereits gerade gesagt, entsprechend auch den Schmieden schicken, so dass die Schmieden auch diese Bilder mit dem Messer bewerten. Es wären dieses Mal zumindest theoretisch zwei Schmieden mehr sein, die uns auch Messer geschickt haben. Ich hoffe, dass natürlich alle Zeit haben, uns die Bewertung zu schicken. Ich bin auch sehr gespannt. Und dann, wenn wir die Bewertungen zeigen, einmal der Durchschnitt der Kundenbewertungen, dann jede einzelne Schmiedenbewertung und die Bewertung von Bruno, was sie sich dabei gedacht hat bei jedem einzelnen Bild, warum er das ausgesucht hat, das wird auch sehr, sehr spannend. Da bin ich ja auch selber gespannt, was er sich dabei gedacht hat bei jedem einzelnen Bild. Jetzt kommen wir zu dem Bild. Ich zeige jetzt mal das Bild ganz ohne Kommentar. Die habe ich ausgesucht, ganz normal einfach in der Reihenfolge der Namen, also alphabetisch. Also die Reihenfolge hat keine Bedeutung. Die ist natürlich aber entscheidend nachher morgen in der Nela Show, wenn wir die Zuordnung machen von den Taschenmessern zu den Bildern, wo jeder dann weiß, was er gewonnen hat. Wie schon gesagt, wir haben Messer im Wert von 70 € bis 590 €, die wir schenken an euch, beziehungsweise die Schmieden uns geschickt haben, damit wir euch diese schenken. Und da spielt natürlich diese Reihenfolge eine Rolle, aber es ist dennoch zufällig, das heißt keine Sorge, das ist jetzt einfach nur alphabetisch, aber ich möchte gerne hier auf die Auswahl oder die Art und Weise des Zeigens von Bruno übernehmen. Er hat sich auch erstmal das Bild angeguckt, hat auf sich wirken lassen und hat dann entsprechend die Kommentare derjenigen, der das Foto gemacht hat, sich durchgelesen. Das werde ich hier genauso machen. Das heißt also, ich zeige erstmal für ein paar Sekunden nur das Bild.
Lasst es auf euch wirken. Denkt dran, wenn ihr wollt, ihr könnt dann auf die Stopppause klicken. Wir wollen jetzt hier nicht ein 3-Stunden-Video daraus machen. Das heißt, ich werde es ein paar Sekunden erstmal zeigen ohne Kommentare. Dann blättere ich wieder und zeige das gleiche Bild mit der Bildnummer und mit dem entsprechenden Kommentar desjenigen, der das Bild geschossen hat. Manche haben einen Kommentar geschrieben, wie, welche Umstände, welche Geschichte dahinter steckt. Manche wollten einfach nur, dass wir die Namen entsprechend eintragen, so wie jeder entsprechend das möchte. Und das habe ich jetzt hier so gemacht. Erst das Bild auf sich einwirken lassen, dann die Bildnummer. Ihr braucht die Bildnummer natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das heißt, bitte nicht Name oder sonst was schreiben, sondern wirklich einfach nur Bildname. Zum Beispiel Bildnummer 5 bekommt so und so viele Sterne. Bildnummer 6 so und so viele Sterne. Wenn ihr natürlich mehrere Bilder bewerten wollt, dann sonst reicht auch, wenn du mindestens ein Bild entsprechend bewertest. Vielen Dank nochmal schon mal vorab. Kommen wir jetzt zu den Fotos, zu den wunderschönen Fotos. Damit ich euch nicht beeinflusse, sage ich ja gar nichts zu dem Bild, ob es schön ist oder nicht oder was ich dabei fühle oder denke, sondern ich lasse es einfach auf euch wirken. Wie schon sagte, ich blättere gleich zu dem, was diejenige hier da gesagt hat. Ich bin auch froh, dass wir diesmal auch mehrere Damen, mehrere Frauen dazu haben und nicht nur Männer fotografiert haben, sondern auch wirklich Frauen sammeln und auch Frauen die Fotos gemacht haben. Und ja, ihr könnt natürlich überlegen im Vorfeld, ob man das erkennt. Ich habe es nicht erkannt im Vorfeld, ohne daher den Namen zu wissen, aber ich will damit sagen, dass wir auch von beiden Geschlechtern sehr, sehr schöne Fotos bekommen haben. Vielleicht lese ich nochmal vor, falls man das nicht so gut lesen kann, je nachdem wie groß das Ausgabegerät ist, ob es ein Handy oder ein Fernseher ist. Die Kundin hier, Charmaine, schreibt: Ich habe den Kirchturm, der ja eine Uhr enthält, als Spiegelung des Uhrwerks in meinem Messer gewählt. Falk F. schreibt: Das im Anhang gesandte Foto zeigt die ersten drei Plätze der Lagriol Krone 2022. Alle drei Lagriol sind von David Dauvillier. Auf der linken Seite sind ein Super 7 Obelisk bzw. eine Super 7 Kugel, Kakok Zenit aus Südafrika bzw. Brasilien. Auf der rechten Seite ist ein blauer Fluorit aus Deutschland, Baden-Württemberg. Udo Hempe schreibt: Nachdem die Schmiede zuletzt bemängelt hatten, dass die Messer zu wenig im Vordergrund zu sehen waren, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Als Fan des Miniaturwunderlands in Hamburg war dann die Idee mit den kleinen Figuren geboren. Die Figuren schaffen eine abweichende Situation von der sonst üblichen Verwendung eines Messers. Setzen es in einem anderen Kontext. Das Messer bleibt dabei aber stets im Vordergrund. Hier ist nur die Unterschrift Heinz Moser, das Bild Nummer 4. Das Bild Nummer 5 von Joachim Scheplitz. Er sagt: Ich male zwar, bin aber ein grausiger Fotograf. Da meine Messer auch Arbeitstiere sind, habe ich ein Foto von einem Lagiol im Atelier aufgenommen für The Lagiol Way of Life.
Bild Nummer 6 von Johannes Rost. Mein Vater ist durch Krankheit körperlich eingeschränkt. Auf sein Lagiol will und kann er im Alltag nicht verzichten. Weil die Gürtelscheide fürs EDC-Lagiol im Rollstuhl recht hinderlich ist, trägt er es umgehängt unter dem Hemd und hat es bei Bedarf immer zur Hand. Für diejenigen, die EDC nicht kennen, das heißt Everyday Carrier, das ist praktisch die Bezeichnung für jeden Tag Messer. Bild Nummer 7 ist von Jürgen Warner. Ich hatte von ihm bereits die Geschichte dieses Messers in einem anderen Video erklärt. Das war ja praktisch eine Verbindung zwischen einem Lebensereignis mit einer Emotion und dann entsprechend mit diesem Lagiol. Er hat an dem Tag die Nachricht bekommen, dass seine Frau weitgehend von Krebs befreit ist oder sich zurückzieht. Und als er nach Hause kam nach dieser Nachricht, dann hat er dieses Messer Paket im Paket von uns erhalten. War einfach erstmal Zufall, aber er hat praktisch diesem Messer diese Emotion beigegeben oder miteinander verbunden, sodass dieses Messer für ihn eine Lebensfreude darstellt. Das Bild ist von Kurt Assam und trägt den Titel Froschkönig. Bild Nummer 9. Bedauerlicherweise ist dieses Foto zugleich auch das letzte Erinnerungsfoto meines Messers, da ich es leider im Urlaub in Tirol verloren habe. Markus Wiesenhofer. Bild Nummer 10 von Michael Mack. Ich glaube, das Bild sagt auch 1000 Worte, da braucht man nicht weiter zu beschreiben. Bild Nummer 11. Ich denke, ein perfekter Messerwurf auf dem Dartsboard. Lach. Passend für die Serie Sportsvisé von Fontanil Pato von Norbert Stöckel. Er hat auch diese zwei Messer entsprechend entwickelt und designt. Nummer 12, Pêche à la Mouche, das heißt sowas so viel wie Fisch an der Fliege, passt natürlich auch zu diesem Angelbild. Meine Passion, Fliegenfischer. Das Lagiol ist natürlich immer dabei. Peter Frankenstein. Rockstar. Lagiol-Messer sind ein wahrer Rockstar, immer dabei. Auch auf dem Britzer Rothorn 2350 Meter über das Meeresniveau. Feuer und Flamme für die Lagiol-Messer. Barbecue in der Nacht mit den Sternen im Hintergrund. Ein Messer inspiriert von der Natur, fotografiert in der Natur von Remo Giola. Thank you.
Bild Nummer 14. Eigentlich wollte ich die Fotos mitten im Fluss auf einem herausragenden Stein machen, aber leider hat es die letzten Wochen viel geregnet. Der Fluss ist angeschwollen und hat den Stein überflutet. René Heidemann. Bild Nummer 15. Hier sende ich dir Bilder von einem ganz besonderen Tag für meinen Mann und mir. Ich hoffe, ich konnte die Stimmung und die Freude, wenn wir mit unseren Lagiol-Schätzen reisen, ein wenig einfangen. Sylvie V. Bild Nummer 16, das letzte Bild aus der Reihe, ist von Susanne. Ja, ihr habt gesehen, es gibt wirklich wunderschöne Bilder. Bei manchen möchte man wirklich noch länger zuschauen. Bitte denkt dran, ihr könnt natürlich die Funktion des Stoppens bei dem Video, und da könnt ihr natürlich lange angucken. Bei manchen Bildern, die sind so vielfältig, die haben so viele Motive innen drin, dass man einfach sein Auge überall schweifen lässt. Also ich liebe das, gerade wenn man natürlich das Video sich auf einem Fernsehmonitor anguckt, auf einem 4K Fernseher, das sieht natürlich alles sehr, sehr beeindruckend aus. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank für diese hervorragende Aktion. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr so tolle Bilder geschickt habt. Ich bin froh, dass der Bruno diese Auswahl gemacht hat, getroffen hat. Ich denke, diejenigen, die jetzt nicht dabei waren, die sind hoffentlich nicht traurig. Wir machen natürlich weitere Aktionen. Denkt dran, in der Aktion im Winter, das ist im Januar 2024, und dann kommt die nächste wieder im Sommer, im August 2024. Und in 2024 möchten wir auch erreichen, hatte ich ja bereits schon erklärt, aber ich denke, doppelt hält besser, möchten wir wieder erreichen, dass wir fantastische Messer bekommen. Und dann ist die Voraussetzung, wie ich gesagt habe, für diejenigen, die schon länger Kunde bei uns sind, dass sie im Winter mit teilnehmen, damit sie praktisch die Berechtigung haben, in dem Sommer, in der Sommeraktion, wo es wieder Messer zu gewinnen gibt, dabei zu sein. Das ist auch wieder eine Übung, und die Schmieden werden aber auch im Winter die Bilder bewerten. Da wird es kein Messer geben. Und ansonsten für die neuen Kunden, die neu dazustoßen im Februar, also ab Februar, die natürlich bei der Aktion im Jahr noch nicht dabei sein konnten, die können natürlich erstmalig an der Sommeraktion teilnehmen. Denkt dran, diese Bilderaktion zu bewerten. Ich freue mich auf eure E-Mails, ich freue mich auf eure Kommentare, und blättert ruhig zurück, wenn ihr das ein oder andere Foto nochmal sehen wollt. Ich habe hier unten entsprechend die Kapitel so benannt, wie die Bilder sind. Das heißt Bild 1, Bild 2, Bild 3. Das heißt, du kannst ja ruhig zurückspulen und dir das Bild 2, 3 oder welches auch immer dir nochmal in Ruhe angucken, auf die Pause-Taste drücken. Vielen Dank. Ich denke, das ist ein super toller Erfolg mit fantastischen Bildern. Dankeschön nochmal. Bis morgen, wo dann die Messer zugeordnet werden zu diesen Bildern. Tschüss.